Hallo Leute und willkommen zurück zu euren Team beitreten. Nein, natürlich nicht. So Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Genau. Ohne euch hätten wir unseren Job nicht erfolgreich abschließen können, Magnetilo. Ich denke, dass wir in Zukunft Hilfe bestimmt gut gebrauchen können. Meinst du nicht auch? Ja, je mehr, desto besser. Würde ich mal sagen. Und was sagt ihr? Redet ihr unseren Retterteam bei? Retterteam. Das klingt gut. Bzz, bzz, bzz. Aber wenn ihr uns für Rettungsmissionen benötigt, müssen wir in der Nähe leben, um schnell verfügbar zu sein. Gibt es in der Nähe ein passendes Areal für uns? Naja. Oh, also nicht. Zu schade. Leider können wir euch nicht begleiten. Bis dann, bis, bis. Das ist wirklich schade. Ich glaube, wir müssen Orte finden, an denen Pokémon leben können, wenn wir Teampartner haben wollen. Ich habe eine Idee. Lass uns morgen zum Pokémon-Platz gehen. Dort gibt es einen interessanten Laden, der sich Knuddelluftclub nennt. Als wir letztes Mal am Platz waren, war er geschlossen, aber morgen sollte er eigentlich geöffnet sein. Er befindet sich gleich neben der Snubbilicat-Bank. Knuddelluft ist eigentlich jeden Tag dort. Dort kann man uns bestimmt weiterhelfen. Das machen wir morgen sofort. Wir gehen zum Pokémon-Platz. Ich möchte mein Abenteuer sowas von speichern. Speichern erfolgreich, das ist aber schön. Schon wieder. Der Traum. Welches Pokémon könnte das sein? Hm? Diesmal höre ich jetzt besser. Was? Ein Mensch? Meine Rolle? Warte, bitte erzähl mir mehr. Ich kann nicht, es schwindet. Am nächsten Morgen. Dann gehen wir mal. Morgen, Daniel. Haha, was ist denn mit dir los? Bist du etwa noch am Schlafen? Hallo. Oh, du hast seltsame Träume? Was ist denn so seltsam an ihnen? Okay, Daniel erzählt Pikachu von den Träumen. Hm, in Ordnung. Daniel, du hast gesagt, dass du eigentlich ein Mensch bist, nicht wahr? Vielleicht. Stehen diese Träume in Verbindung damit, wie du ein Pokémon geworden bist, Daniel? Und du, Daniel, was hast du vor? Möchtest du wieder zu einem Mensch werden? Das ist wahr. Ich habe bisher nicht drüber nachgedacht, aber... Möchte ich wieder ein Mensch werden? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Oh, was ist denn? Du kannst dich nicht entscheiden? Oh, das hoffe ich doch. Macht bestimmt viel mehr Spaß, hier mit mir zusammen zu sein. Auf jeden Fall wollten wir doch heute zum Pokémon-Platz gehen. Weißt du noch? Wir wollen doch wissen, wie wir neue Teammitglieder in unser Team aufnehmen können. Lass uns gehen. Okay, gucken wir gleich mal. Team-Attacken. Nee, nicht geben. Attacken. Okay, gehen wir erstmal. Das Knuddelhof, hey. Willkommen im Knuddelhof Club, wo das Motto herrscht, Partner sind die knuddeligsten und besten Freunde. Ach, ist das ein erster Besuch hier? Ah, ich verstehe. Du bist in einem neuen Retterteam, nicht wahr? Du bist hier genau richtig. Ich verkaufe Partnerareale für Mitglieder von Retterteams. Da du heute das erste Mal hier bist, schenke ich dir zwei Partnerareale. Und los geht's. Knuddelluft. Partner sind die besten Freunde. Luffy. Herzlichen Glückwunsch. Wildebene ist jetzt offen. Und Hochlandebene ist auch offen. Du kannst Pokémon anwerben, die diesen Partnerareal leben. Die man neue Teampartner anwirbt. Also kämpfst du gegen einen Pokémon, dessen Partnerareal du besitzt. Bewundert es dich vielleicht und möchte dein Freund werden. Dann fragt es dich, ob es dein Team beitreten soll. Versteh. Versuch es doch mal. Bzz, bzz, bzz. Wenn du Partnerareale verteilst, kannst du dann mein Partnerareal Kraftwerk gewähren. Ich will nämlich euren Retterteam beitreten. Okay, verstanden. Das wird heute sein. Knuddel, Knuddel, Partner sind die besten Freunde, Luffy. Herzlichen Glückwunsch. Kraftwerk ist jetzt offen. Ja, jetzt kann ich dem Retterteam beitreten. Hurra, bzz, bzz. Entschuldigung, ich weiß, dass mein Freund euren Angebot gestern ausgeschlagen hat.
Monster, an denen er noch einmal drüber nachgedacht hat, entwickelt er ein überwältigendes Verlangen, euren Team beizutreten. Ich entschuldige mich dafür. Werdet ihr bereit, meinen Freund in euer Team aufzunehmen? Oh, wow. Du vergisst, dass wir es waren, die deine Freundin in unser Team haben wollten. Von daher würde ich es einfach großartig finden, wenn sich ein Freund anschließen würde. Sehr gut, vielen Dank. Gib dein Bestes und steh dein Teampartner nicht im Weg. Yeah, ich werde mein Bestes geben. Hurra, Makihiro ist jetzt ein Teampartner. Nein, kein Spitznamen. Ich werde mich in Partner Real Kraftwerk aufladen. Wenn ihr mich in euren Team braucht, holt mich in Kraftwerk ab. Okay, Der Weg links von der Retterbasis führt zu dem Partnerareal. Da ist ein Schild an den Weg links von der Retterteambasis. Überhaupt nicht zu verfehlen. Das sind alle Geschenke für heute. Wenn du mehr Partner rein möchtest, musst du sie dir kaufen. Ja, ist okay. Wir haben auch eine Menge Geld. Ja, ein bisschen haben wir noch was auf der Bank. Oh, die haben mal gleich ein neues Event. Nehmen. Ja. 38. So. Kaufe ich noch kurz ein paar Partnerreale. Aber erstmal prüfe ich. Was hätte ich denn gerne mein Team? Stoll Junior. Schlippenberg. Aber weiß nicht viel. Ich werde das prüfen. Soweit ich weiß, biete ich das Partnerreal zum Kauf an. Das heißt, hast du überhaupt nicht das Partnerreal dafür? Das wäre ja doof. Zigzags. Ich kann also schon Elecat bekommen. Fiffian Zigzags. Ratzfatz kann ich bekommen. Wollte bei. Tarnel hätte ich auch gern. Magnetmine. Magnetmine, das wäre verfügbar. Okay. Lüssel. Gewitterblatto. Ich guck mal kurz, was alles für mich so interessant wäre. Wir können Ratzfatz. Fiffian Zigzags. Arbitok. Schliffplatto. Okay, jetzt reicht mir erstmal. Kaufen. Was denn so? Hier wäre die Magnetmine für Tarnel. Dafür habe ich ja dann nicht genug. Für Gewitterplatto auch nicht. Ich habe auf jeden Fall den Pilzwald. Leider, ich weiß, da kann Knölz leben. Und ich mag Knölz. So. Was möchte ich noch? Tiefgrünberg. Ja, komm. So. Ja, ja, das ist jetzt offen und ja. Nö, das reicht. Dankeschön. Jetzt werden wir nochmal gucken, was hier kurz für Missionen sind. Donnerhallhöhle, Steuerberg, Steuerberg. Die nehmen wir mal an. Losivsammel habe ich eigentlich. Dann nehme ich das doch an. Steuerberg und den hier Steuerberg. Losivsammel habe ich doch eingefunden, ja. Gut. Ich führe jetzt noch keinen aus. Ja, oder ich guck mal kurz. Info. Gesucht. Ja, okay. Gut, dann gehen wir jetzt zum Pokémon-Platz und gucken, was da los ist. Huch, was ist denn da los? Das sieht nach einem Auflauf aus. Bitte helft meinen Freund. Bitte, ich brauche Hilfe. Auf keinen Fall, doch, wir arbeiten wir nicht. Aber mein Freund braucht unbedingt einen Windstoß. Bitte. Hallo, was ist denn hier los? Der Anführer hier? Papunga bittet um eine Rettungsmission, aber erfolglos. Seht ihr den da? Den in der Mitte mit der spitzen Nase? Das ist ein Pokémon namens Tengulis. Er hat ein eigenes Retterteam. Und sein Team ist gierig. Sie arbeiten nur dann, wenn die Bezahlung fürstlich ist. Papunga bettelt um Hilfe, aber das arme Pokémon tut mir leid. Warte! Oh, was ist das denn? Oh, das ist ja Simsala. Das ist Simsala. Kann es sein, dass du sehr kaltherzig bist? Und dem Freund von Papunga zu retten, braucht es einen starken Wind.
eure Blätter, Ventilatoren, können problemlos einen solchen starken Wind erzeugen. Es wird nicht schwer für euch sein. Helft diesen Pokémon. Na gut, wir machen's. Boah. Dieser Tangulus hat sofort eingewilligt, ohne Diskussion. Sag mal, wer ist das überhaupt? Was? Du weißt nicht, wer das ist. Das ist Simsalas Team. Sie sind das berühmteste Retterteam der ganzen Umgebung. Das ist Klurak. Sein Flammenwurf kann Berge schmelzen. Und das ist Despotar. Er ist mächtig stolz auf seinen gepanzerten Körper und seine große Kraft. Und das ist ihr Anführer, Simsala. Simsala mag keinen körperlichen Angriff. Er kämpft mit psychischen Kräften. Er ist gesegnet mit einem enormen Gehirn und einem IQ von 5000. Es heißt, er hat sich alles gemerkt, was hier auf der Welt geschehen ist. Simsala gibt diesem Team die Anweisungen. Er ist der Anführer. Danke. Du musst mir nicht danken. Es sollte selbstverständlich sein, dass man dir hilft. Wenn sich wieder jemand abweisen sollte, lass es mich wissen. Pass auf dich auf. Cool. Ich hätte nichts anderes erwartet von einem Retterteam mit Goldrang. Wow, was ist los? Was ist? Nix, es ist nix. Lass uns gehen. Boah, ich hatte richtig Angst. Cool. Boah, Daniel, so müssen wir auch mal werden. Lass uns noch mehr Mitglieder gewinnen und ein Retterteam erster Klasse werden. Nicht, wenn ich was dagegen tun kann. KKK. Okay, am nächsten Morgen. So, wie viel Zeit haben wir denn schon verbraucht? Wow. Naja, gut, ein bisschen haben wir noch. Guten Morgen, Daniel. Flap, flap. Klang. Wir haben Post. Gucken wir mal. Retterteam. Willkommen im Retterteam, habe ich das noch. Ja, okay. Lagern. Lesen, Retterteam ein. Ja, du kannst dich speichern, im Bett gehst, speichern, möglich auf. Ja, Pokémon hat gut vertraut. Okay, okay. Lagern so. Ja, man nix. Okay, okay, okay. Hier können wir auf jeden Fall zum Magnetilo gehen, wenn wir das wollen. Jetzt will ich erstmal noch zum Kangama-Lager. Und einfach Dinge lagern. Wie der Name schon sagt. So, den Schlafsamen lege ich jetzt mal ab. Auf Elixier behalte ich Wurf ab, lege ich erst Pfirsichbeere. Elixier hier lege ich auch ab und den Pfirsich. Obwohl, den kann ich mal mitnehmen. Ich habe ja noch nichts, wie ich mein Pokémon zum Tragen geben kann. Da ist der Pfirsich halt, denke ich mal, ganz gut für den Anfang. Kann ich hier schon geben. Das ist gleich verhindert. Ja, kein Gift. Ja, das lege ich dann mal an. So, hey Schluckpuck. Hallo, ja, ja, willkommen. Meine Attacken, du sollst jetzt mal das hier deflektieren wir mal. Healing. Und flexieren. Ne, nicht flexieren. Machen. Ah. Hier. So, Aquaknalle und Lehmschelle. Das sollte doch ordentlichen Schaden machen. Die beiden besten Attacken mal direkt kombiniert. Jo, das ist schön. Bei Pikachu lasse ich es mal. Mit seinen Attacken hier nochmal angucken. Attacken. Ich sehe hier nichts, was eine gute Kombination wäre. Nicht wirklich, nee. Lassen wir das mal. Wie viel Geld habe ich noch? Ein bisschen. Ich habe ein bisschen Geld. So. Wie viel kostet die? Paralysis-Status.
Ist aber nichts, wofür ich jetzt unbedingt Geld ausgeben müsste. Erstmal lasse ich es mal. Willkommen in der Superdick-Bank. Ja, ich möchte mein Geld lagern. Ja, ja. Eine Wache eifersüchtig drüber. Ist okay. Ja. Komm hier nochmal. Nochmal. Hier haben wir nochmal Donnerhallhülle. Das nehmen wir noch an. Stahlberg nehmen wir an. Wechselorb. Ich glaube, den habe ich nicht. Also lasse ich das mal. Würde ich behaupten. Ja, ich glaube, den habe ich nicht. Ich könnte mal gucken. Jetzt haben wir auf jeden Fall 3 Missionen für die Donnerhallhöhle und 3 Missionen für den Stahlberg. Das ist schon ordentlich, also ordentlich was. Ja, den Explosivsamen habe ich für die eigene Mission. Ja. Gucken wir mal, ob ich einen Wechselorb habe in meinem Lager. Ich glaube, ich habe keinen. Ich bezweifle es. Nehmen. Wir sollten hier noch nichts mehr haben. Wurforb. Das ist alles, was wir haben an Orbs. Ja. Okay. Das, ja. Hat das Dojo jetzt eigentlich schon offen? Oh, es hat offen. Sehr schön. Ja. Trainieren. Das ist Makuhita Dojo. Nur ausgedehntes Training verhilft zu wahrer Stärke. Gut, haben wir ja wieder einiges zu tun. Ein paar Missionen, das Dojo. Gucken wir mal, was wir nächstes Mal zuerst machen. Aber ich denke mal, ich werde erstmal in die Donnerhallhülle gehen und die 3 Missionen dort ausführen. Damit der Blusis-Samen aus meinem Lager wegkommt. Und dann denke ich, mache ich ein bisschen Training. Und Magnetido nehme ich jetzt erstmal mit. So. Dann speichere ich nochmal. Und dann, ja, war's das für heute. Der Part, ja, der ist wahrscheinlich mehr als dann genug. Okay. Ups. Das war die falsche Taste. Ja. Ich beende den Part hier. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Und das nächste Mal machen wir hier weiter bei Pokémon Mystery Dungeon Team Rot. Also, ciao, bis dahin.